Ein wunderschönes Hallo an euch da draußen, Freunde der gepflegten Videospiele-Unterhaltung. Ja, erstmal vielen, vielen Dank an euch für die vielen, vielen Kommentare und auch für euer Verständnis, dass ich für 2018 erstmal keine Neuzugänge-Videos mehr mache, obwohl das hier ja eins ist. Und auch vielen, vielen Dank für die vielen interessanten Kommentare bzw. Ideen, die ihr mir gegeben habt. Eine Idee möchte ich auffassen, und zwar waren 3 bis 5 von euch da draußen sehr fleißig, haben mir immer wieder E-Mails geschrieben, und eine Idee war da sehr, sehr präsent, nämlich: Tom, mach doch auch mal Tests von Videospielen. Also zum Beispiel, nimm dir ein Spiel vor, ich zeige das jetzt mal so exemplarisch, so ein Prince of Persia, und mach dazu ein Game Review. Und das ist eine Idee, die ich sehr, sehr spannend finde und die ich so ein bisschen ausarbeiten möchte. Wie gesagt, mit meinen Jungs von UniQ. Ich hoffe, dass die Jungs mir da noch ein bisschen helfen werden. Ja, so, was erwartet euch in dieser Folge Neuzugänge? Übrigens, ist es die vorletzte Folge? Man weiß es nicht. Vielleicht hänge ich noch mal eine dran oder so, aber entweder ist es die vorletzte oder die vorvorletzte. Ja, man weiß es nicht. Ja, was erwartet euch in dieser Folge? Es ist einmal ein buntes Potpourri aus Neuzugängen, einmal für die Microvision, einmal für die PS Vita, für die PSP. Dann habe ich noch was für meine HD-DVD-Sammlung, aber mehr dazu nach dem Intro. Viel Spaß! Ja, der erste Neuzugang, den ich euch präsentieren möchte, ist der Super Retro Game Boy Advanced Adapter. Wow, what for a long, long name. Und was könnt ihr mit dem Teil machen? Wie der Name schon sagt, ist es der erste und auch einzigste mir bekannte Adapter, in dem ihr eure Game Boy Advanced Spiele spielen könnt. Von Nintendo gibt es ja den Game Boy Adapter für das Super Nintendo, aber bisher hat es noch niemand außer die Firma Retrobit geschafft, Spiele vom Game Boy Advanced auf den großen Fernseher zu bringen. Und da hat die Firma Retrobit sich gedacht, jo, können wir, machen wir, läuft. Das gute Stück kostet 49 Euro. Ich finde es eine absolut geniale Geschichte. Einzigster Nachteil ist, das Ganze läuft nicht über den AV-Anschluss vom Super Nintendo, sondern der Adapter hat ein eigenes Kabel, welches ihr dann an eurem Fernseher anschließen müsst. Wie gesagt, für 49 Euro eine absolut geniale Geschichte. Ja, Nintendo Gameboy-Freunde, ihr müsst jetzt ganz, ganz stark sein. Ihr habt immer gedacht, Nintendo hätte die erste tragbare Spielekonsole mit austauschbaren Spielen rausgebracht. Sorry Leute, das war die Firma MB, nämlich die Microvision war die allererste tragbare Spielekonsole mit austauschbaren Modulen. Ja, rausgekommen ist das Ganze 1979, entwickelt hat das Ganze der Herr J. Smith, eben jener J. Smith, der auch die MB Vectrex entwickelt hat. Spieletechnisch sieht es so aus, dass es für die Microvision, ja, entweder gibt es 13 oder 14 Spiele, also ist sehr überschaubar, wobei die Spiele zu bekommen ist, ja, ein etwas schwieriges Unterfangen, weil die meisten gibt es ohne OVP, und wer meinen Kanal schon länger verfolgt, der weiß, ich sammle nur mit OVP, und da sind die Spiele ein bisschen teurer, wobei, wie gesagt, für diese zwei Spiele habe ich bezahlt insgesamt 25 Euro. Mit dabei war noch eine
Konsole selber, die habe ich aber hergegeben. Ja, wie das Ganze werbetechnisch aussieht, seht ihr hinter mir, und gameplaymäßig seht ihr auch hinter mir. Wie gesagt, die erste tragbare Spielekonsole, leider Nintendo-Fans, nicht von Nintendo, nicht der Game Boy, sondern die Microvision. Kommen wir flüssig zu Neuzugänge Nummer 3, wobei Neuzugänge ist es ein bisschen, ja, es ist nicht ein Neuzugang, sondern es ist ein Konvolut von PS Vita Games, die ich bekommen habe. Ihr seht es hinter mir, ich muss mal da ein bisschen runterkramen. Ja, es ist einmal das in Visimals, The Alliance, dann ist es Mod Nation Racer Road Trip, dann ist es Dragon Ball Z, Battle of Z, dann ist es Der Hobbit. Und ich habe für alle vier Spiele sagenhafte 49 Euro gezahlt. Zwei davon sind noch in Originalverpackung, also sprich nicht Originalverpackung. Nee, warum mache ich immer wieder einen Versprecher? Hacke, hacke. Egal, rausgeschnitten wird das nicht. Nee, zwei Spiele davon sind sealed. Ihr seht das Gameplay der Spiele hinter mir. Ja, die PS Vita ist für mich eine... Ja, was soll ich sagen? Mag ich die PS Vita? Ich habe mir eigentlich die PS Vita gekauft, um meine PlayStation 4 auf diese PS Vita zu erweitern. Und ich musste feststellen, dass das mehr als elendig funktioniert. Ich habe immer Lags gehabt, Verbindungsabbrüche. Und seitdem steht meine PS Vita hier oben original verpackt rum. Ich habe sie vielleicht ein einziges Mal, zweimal maximal mit rumgedadelt. Wie gesagt, ich bin nicht so der Handheld-Fan, aber nichtsdestotrotz sammeln tue ich es. Ja, kommen wir zur nächsten tragbaren Konsole, der eher glücklosen PSP. Auch da habe ich ein bisschen Neuzugänge bekommen. Alle drei Spiele waren schweineteuer, Leute. Das waren die teuersten Games, die ich ever bekommen habe. Diese Spiele haben, ich darf es gar nicht sagen, ich traue mich gar nicht, ja, 3 Franken gekostet, alle drei zusammen. Das eine ist das Full Metal Alchemist Brotherhood. Dann ist es der Ridge Racer und Ace Combat Joint Assault. Ja, 1 Franken ist, muss ich sagen, ziemlich übersichtlich gewesen. Bei uns in der Nähe, wo ich gearbeitet habe, gab es einen GameStop, und ich bin da mal rein, habe gefragt, Leute, habt ihr irgendwie Games für 1 Franken rumliegen? Und dann haben die mir immer eine Liste rausgelassen, und ich habe dann schön so meine PSP-Sammlung aufbauen können. Ja, Gameplay auch von einem oder mehreren diesem Spiel einfach mal hinter mich gucken. Ja, der nächste Neuzugang ist für meine Nintendo GameCube-Sammlung. Ich habe insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spiele gekriegt. Es sind jetzt nicht die absoluten Ole-Ole-Games, aber für 18 Euro habe ich gesagt, komm Jung, gib mal her. Und ja, es sind unterschiedliche Genres dabei. Einmal die Sims, 2 Haustiere, dann böse Nachbarn, Enter the Matrix oder Matrix, dann Jeremy McGarth Super Cross World, dann ist es das MX Superfly, dann SSX Tricky, dann But Ugly Martians Zoom or Doom. Gameplay seht ihr hinter mir, dann die unglaublichen und Doshin the Giant. Ja, auch hier ein Gameplay hinter mir. 18 Euro kann man machen. Wie gesagt, es ist jetzt nicht so die High-Class, super-duper, Ole-Ole-Spielesammlung, aber Doshin ist ganz okay. Und die unglaublichen, ja, wie gesagt, ich stehe irgendwie auf die Disney-Games und... kann man machen, 18 Euro, wie gesagt, läuft.
Ja, wer meine Roomtour aufmerksam angeschaut hat, der weiß, ich sammle nicht nur Konsolen oder Spiele, sondern ich sammle auch ein totes Videoformat. Welches das ist? Es ist die HD-DVD. Ja, die HD-DVD war mit der Blu-ray zusammen das Format, was eigentlich die normale DVD hätte ablösen sollen. HD-DVD gab es 2005, wurde 2005 lanciert und endete tragisch 2008 im Februar. Das Ganze hieß mal Advanced Optical Disc und es haben sich ziemlich viele Hersteller zusammengeschlossen zum AOD, das Advanced Optical Disc Consortium. Das waren unter anderem NEC, Microsoft, Toshiba, Intel, IBM, Hewlett-Packard, dazu gehörten noch die Warner Bros. Filmstudios, Universal und es war, so wie oft, ein offener Formatkampf, so wie damals VHS, Betamax und Video 2000. Die HD-DVD war preiswerter zu produzieren, hatte eine Speicherkapazität singlemäßig von 15 GB, dual-layermäßig von 30 GB und dreilagig von 51 GB. Ja, Markteinführung war 2005. Toshiba war der Hersteller, der die Player auf den Markt gebracht hatte und es gab noch ein Prototyp von der HD-DVD, die insgesamt 1 TB auf die Disk bringen konnte. Der normale Standard für die HD-DVDs waren 15 GB und die 30 GB Variante. Das Datenformat für die HD-DVDs war MPEG 2, H264, also sprich MPEG 4 und WMV 9. Die Audio-Codecs waren mit dem MPEG, dann gab es Dolby True HD, das war ein verlustfreier 7.1 Audio-Codec, dann gab es noch DTS HD und LPCM. Ja! Leider Gottes hat sich das Ganze nicht durchgesetzt. Es hat sich die Blu-ray durchgesetzt. Wer hat das Ganze entschieden? Dieses Mal war es nicht die Pornoindustrie, so wie damals bei dem Krieg zwischen VHS, Betamax und Video 2000, sondern es war das Studio Time Warner, welches gesagt hat, hey, wir produzieren ab sofort keine HD-DVDs mehr. Und das war so der erste Dominostein. Und danach, ja, ging es rapide bergab. Ich habe noch für die Xbox 360 so ein HD-DVD-Laufwerk schnappen können. Damals irgendwie komplett neu für 19 Euro. Und ja, mittlerweile werden die Dinger für mehr Geld bei eBay gehandelt. Wenn ihr eine Xbox 360 habt, dann kann ich euch wärmstens empfehlen, holt euch doch diesen HD-DVD-Player. Ja, welche Filme sind es, die ich ergattert habe? Das ist einmal Die Wasserwelt. Für mich eines der schlechtesten Filme ever. Aber eben, ich sammle es auf HD-DVD und dann noch die Harry Potter Jahr 1 bis 5. Big Box wollte ich gerade sagen, ja, die komplette Harry Potter 1, Jahre 1 bis 5 Sammlung. 6 und 7 kamen da schon nicht mehr auf HD-DVD raus, sondern es gab es nur noch auf DVD und auf Blu-ray. Ja, das war die vorletzte oder vorvorletzte, man weiß es nicht so genau, Neuzugänge Folge. Wenn es euch gefallen hat, Freunde, lasst mir einen Daumen nach oben, empfehlt meinen Kanal weiter und wie gesagt, ich werde an weiteren Formaten für diesen Kanal arbeiten, weil das bin ich euch da draußen schuldig.
Dazu macht mir YouTube einfach zu viel Spaß und ich habe endlich eine Möglichkeit gefunden, wie ich meinen Greenscreen permanent aufbauen kann. Und das ermöglicht mir doch ein bisschen mehr Kreativität. Ja, wie gesagt, ich werde mir für meinen Kanal noch das ein oder andere Format einfallen lassen. Und wie gesagt, das Format, was ihr mir vorgeschlagen habt mit stell doch mal ein Spiel vor, ich werde es mir durch den Kopf gehen lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Neuzugänge-Video, nämlich schon in einer Woche. Und bis dahin, bleibt wie ihr seid, lasst euch nicht verbiegen. Ich tue es auch nicht. Und wir sehen uns. Euer Tom.